Moin und herzlich willkommen bei Voltus. Ich bin Sebastian und ich möchte euch heute erklären, wie ihr eure Stromkosten mit energieeffizienter Beleuchtung senken könnt. Dazu haben uns immer wieder Fragen erreicht, die ich jetzt einmal erklären möchte, damit ihr ein bisschen besser informiert seid, was für Komponenten ihr kaufen könnt und worauf ihr achten müsst, wenn ihr die auswählt. Erste Frage und wichtigste Frage: Kann ich überhaupt mit Leuchtmitteln Energie sparen? Dieses Video wäre relativ sinnlos, wenn nicht. Ja, natürlich, ihr könnt mit LED-Beleuchtung definitiv Energie sparen. Ihr könnt sogar bis zu 90% des Stroms sparen, den ihr für konventionelle Glühlampen beispielsweise benutzen würdet. Das heißt, es lohnt sich definitiv, von alten Nicht-LED-Leuchtmitteln auf LED auszutauschen, da ihr da immer stromsparender unterwegs seid und die Energiekosten natürlich nennenswert runtergehen können. Vielen ist aufgefallen, dass die Energieeffizienzklassen irgendwie ganz komisch aussehen mittlerweile. Das ist also die nächste große Frage. Mittlerweile sind LEDs nicht immer automatisch A++, sondern irgendwie sind LED jetzt so bei Klasse D oder so rum, oder F sogar. Das liegt daran, dass die Skala für die konventionellen Leuchten effektiv nicht mehr wirklich nötig ist. Das heißt, da man keine Glühlampen in dem Sinne mehr kaufen kann, keine Halogen-Spots und so weiter in größeren Wattagen, ist die Skala von einem Energieeffizienzlabel angepasst worden, sodass nur noch die wirklich effizienten und wirklich auf dem Markt befindlichen Leuchtmittel überhaupt teilnehmen können. Das heißt, wir haben eigentlich eine Skala der Effizienz von LED-Leuchtmitteln. Und die wurde gleich so zukunftsträchtig gemacht, dass man die oberen Punkte, die Skala A, B beispielsweise, Punkte dort auf Leuchtmittel bezieht, die es eigentlich so noch gar nicht gibt, weil sie zu effizient sind, weil man sie noch nicht produzieren kann, weil die Skala damit entsprechend dann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten immer noch dienlich ist und immer noch ein ordentliches Bild gibt. Deswegen kein Problem, wenn die LEDs heutzutage nicht A, B oder C sind, sie sind trotzdem energieeffizient. Was sind Vorteile von LEDs, davon abgesehen, dass sie stromsparender sind? Es ist auch wieder ganz einfach. LEDs sind von der Beleuchtungsstärke her deutlich besser, also effizienter. Das heißt, ihr kriegt mehr Licht raus für den gleichen Strom, beziehungsweise bei weitem nicht den gleichen Strom, kriegt ihr trotzdem mehr Licht raus. LEDs leben deutlich länger als die bisherigen Leuchtmittel vielleicht auch. Das heißt, ihr braucht sie deutlich seltener austauschen und ihr habt mit den LEDs eigentlich die gleiche Auswahl, die ihr auch mit den konventionellen Lampen hattet. Ihr könnt sie also auch als Retrofit-Spots, nennt sich das dann, direkt austauschen gegen bisherige bestehende Leuchten. Die nächste Frage ist, ob LEDs umweltgerecht sind. Das ist eigentlich relativ einfach zu beantworten. Das ist nur, weil es eine neue Technologie ist, nicht automatisch irgendwie umweltschädlich. LEDs enthalten beispielsweise im Vergleich zu den konventionellen Leuchten keine Giftstoffe. Außerdem emittieren sie auch keine UV-Strahlen. Das heißt, auch für Insekten, die da relativ empfindlich reagieren, sind die Leuchten eigentlich besser als die alten Leuchten. Und im Endeffekt sind sie dadurch auch deutlich weniger CO2-problematisch, weil sie deutlich weniger Energie verbrauchen, die halt erstmal erzeugt werden muss. So gesehen sind LEDs ein klarer Schritt nach oben. Eine Frage war, ob man mit den herkömmlichen Leuchtmitteln ohne Probleme auch auf LED-Leuchtmittel umstellen kann. Definitiv. Ihr könnt natürlich einfach alte bestehende Leuchtmittel mit E27-Fassung beispielsweise, mit GU10, mit GU5-3 oder was auch immer, einfach ausbauen und gegen LED-Leuchtmittel mit dem gleichen Sockel ersetzen. Das heißt, ihr müsst nur gucken, was für ein Sockel oder was für eine Fassung habt ihr. Und ihr könnt damit effektiv in den Laden gehen und einfach ein anderes Leuchtmittel kaufen. Ihr braucht da auch nicht darauf achten, dass das Spannungslevel passt oder ähnliches, weil die Sockel selber schon auf ein bestimmtes Spannungslevel spezifiziert sind. Das heißt, wenn ihr GU10 habt und ihr ersetzt es durch GU10, dann seid ihr eigentlich fertig. Wodurch sich LEDs entscheiden, sollte man vielleicht noch einmal sagen. Es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen. Es gibt einmal die Retrofit-Gruppe, also die Gruppe von LEDs, die in solche bestehenden Sockel und Fassungen passt. Und es gibt einmal die Gruppe von Konstantstrom- und Konstantspannungs-LEDs, die entsprechend also komplett standalone sozusagen eingesetzt werden, die nicht in eine Fassung kommen. Innerhalb der Retrofit-Gruppe gibt es wieder die ganzen verschiedenen Fassungen, die man halt kennt. Sockel, die man halt kennt, also Edison-Gewinde, Stiftsockel, doppelte Stiftsockel etc. Und die könnt ihr einfach so kaufen. Die unterscheiden sich aber wiederum innerhalb dieser Gruppe sozusagen nochmal dadurch, dass die einen LEDs effizienter sind als die anderen, dass die einen LEDs warmweißer sind als die anderen, also es gibt warm- und kaltweiß beispielsweise. Es gibt die in besserer und schlechterer Farbwiedergabestufe. Der Farbwiedergabeindex ist in CRI angegeben. Beziehungsweise der steht für Color Rendering Index, das ist also das, worauf ihr achten müsst. Wenn ihr CRI lest, dann wisst ihr, je höher, desto natürlicher das Licht. Aktuell sollte man auf mindestens 90 gehen und ihr habt dann beispielsweise auch Unterschiede darin, logischerweise wie der Preis ist, allerdings natürlich auch, wie viel Licht generell überhaupt rauskommt. Also ihr könnt Leuchtmittel haben, die dunkler sind und Leuchtmittel haben, die heller sind und wenn ein effizientes Leuchtmittel relativ dunkel ist, dann verbraucht es aber auch sehr, sehr wenig Energie und ein ineffizientes Leuchtmittel kann nicht viel heller sein, aber deutlich mehr Strom fressen, also ist die Effizienz natürlich wichtig.
Wie funktionieren LEDs? Ist eine Frage, die wir hin und wieder mal kriegen. Möchte ich trotzdem einmal ansprechen. Einfache, nicht so technische Erklärung. Das Ding ist eine Diode. Die Diode heißt, Strom fließt in eine Richtung durch, in die andere Richtung kann der Strom nicht fließen. Das ist ein bisschen so wie ein Ventil sozusagen, was in eine Richtung aufgeht. Und bei einer Leuchtdiode, also bei einer Light Emitting Diode, einer LED, da fließt der Strom dann halt in die eine Richtung durch, wo er halt fließen kann. Und dabei produziert er allerdings auch noch Lichtwellen. Und das ist effektiv ein Beiprodukt. Dadurch, was ein Halbleiter da verwendet wird und wie das Ganze halt technisch gesehen funktioniert, das braucht man hier nicht erklären. Effektiv ist es eine Diode, die versehentlich Licht emittiert. Praktischerweise macht sie das sehr effizient und sehr viel. Und deswegen nutzt man das jetzt für die Beleuchtung. Eine häufige Frage ist, was besonders wichtig ist, damit man die überhaupt betreiben kann. Das ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Wenn ihr die klassischen Retrofit-Leuchten habt, braucht ihr auf nichts wirklich achten. Das Einzige, worauf ihr achten müsst, ist, wenn ihr sie dimmen wollt, dass die Dinger dimmbar sind. Denn das ist ein Unterschied. Nicht jedes Leuchtmittel ist dimmbar bei den LEDs. Und auf der anderen Seite müsst ihr gucken, dass der Dimmer auch dafür ausgelegt ist. Wir bereiten noch ein zweites Video vor, was nur ums Dimmen geht von LED-Beleuchtung. Entsprechend könnt ihr da dann einfach reingucken, sobald das auf YouTube erschienen ist, worauf ihr genau achten müsst. Aber wenn ihr sicher gehen wollt, könnt ihr immer einfach für Retrofit-Leuchten, die dimmbar sind, einen Universal-LED-Dimmer nehmen und der klappt eigentlich immer und der erkennt auch automatisch, wie er dimmen muss und dann braucht ihr euch keine Sorgen machen. Auf der anderen Seite sind die Konstantstrom- und Konstantspannungs-LEDs und da müsst ihr definitiv darauf achten, dass ihr ein korrektes, passendes Netzteil habt. Das heißt, ihr müsst für zum Beispiel 24-Volt-LEDs müsst ihr ein 24-Volt-Netzteil haben, logischerweise, deswegen heißen die so. Und das Netzteil muss auch so viel Watt haben, so viel Leistung liefern, dass alle daran angeschlossenen Spots auch dadurch betrieben werden können. Wenn ihr also einen 24-Volt-Spot mit 6 Watt pro Stück habt und ihr habt einen Raum, wo 6 dieser Spots eingebaut sind, dann habt ihr logischerweise 6 mal 6 und 36 Watt. Das heißt, das Netzteil muss mindestens 36 Watt haben, darf auch mehr haben und es muss 24 Volt ausgeben. Bei Konstantstrom ist es das gleiche Prinzip, nur da muss der Strom halt passen und das muss mindestens so und so viel Watt haben wieder. Ne? Zudem müsst ihr bei konstanten Stromleuchtmitteln aufpassen, dass ihr eine Reinschaltung realisieren könnt, weil die logischerweise als Reinschaltung beschaltet werden, währenddessen 24-Volt-Spots im Nachrüstfall beispielsweise auch genauso angeschlossen werden können wie 230-Volt-Spots sonst, also parallel. Dann haben wir die Frage, warum man oder ob man das in einem Smart-Home-System benutzen kann, beziehungsweise ob das besser wird, wenn man ein Smart-Home-System hat und die LED-Beleuchtung dort integriert. Definitiv ja. Es gibt da zwei Punkte der ganzen Geschichte. Der eine Punkt ist der Komfort und der andere Punkt ist entsprechend dann die Kostenersparnis, weil das Smart-Home-System natürlich auch kostet. Generell ist es so, dass ihr einen Komfortanstieg habt. Das heißt, sobald ihr die LEDs dort einbindet, kann das Smart-Home-System euch die automatisch anschalten, automatisch dimmen, automatisch Tageszeiten oder sogar außen- oder innenhelligkeitsabhängig dimmen. Und ihr braucht euch da keine Sorgen mehr drum machen. Ihr braucht es auch nicht mehr selber bedienen. Auf der anderen Seite kann natürlich das Smart-Home-System öfter die Leuchtmittel passend gedimmt halten, sodass sie weniger Energie verbraucht, weil ja gedimmt wird. Und das Smart-Home-System kann auch beispielsweise automatisch Lichter ausschalten, wenn ihr das Haus verlassen habt und vergessen habt, das Licht auszumachen. Das heißt, am Ende gibt es bei beiden einen Vorteil sozusagen. Allerdings überwiegt der Komfortvorteil meiner Meinung nach dann schon den Kostenvorteil. Allerdings muss man auch sagen, wenn man ein Smart-Home-System einbaut, sind die Mehrkosten für LED-Einbindung oder für Lichteinbindung generell nicht so hoch. Ob die hohen Kosten lohnen für die Anschaffung der LED-Leuchtmittel, ist eine sehr häufige Frage. Die beantworte ich eigentlich immer nach dem gleichen Schema. Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil ihr jetzt bestehende Leuchtmittel habt und die gehen immer wieder kaputt und dann müsst ihr es austauschen, dann geht es wieder kaputt und die ganze Zeit frisst es mehr Strom. Und selbst wenn ihr, ich sag mal, Retrofit-Leuchtmittel habt in LED und ihr wollt vielleicht auf 24 Volt umsteigen, weil das vielleicht nochmal effizienter ist, dann macht auch das Sinn. Das kostet zwar auch wieder das 3- bis 4-fache, aber das Prinzip ist das gleiche. Die Retrofit-Leuchtmittel gehen nochmal öfter kaputt als die 24-Volt-Leuchtmittel, weil die nicht so empfindliche Elektronik drin haben und die Netzteile und die Leuchtmittel selber viel länger leben. Und auch in dem Fall lohnt es sich einfach dadurch, dass ihr nicht mehr dauernd das Leuchtmittel austauschen müsst, sondern dass die Austauschintervalle sich deutlich verzögern und ihr entsprechend das Leuchtmittel einmal kauft und es viel länger hält, als dass ihr ein günstigeres Leuchtmittel kauft und immer wieder neu kaufen müsst. Und deswegen würde ich definitiv sagen, in jedem Fall immer einen Schritt nach oben machen. Das lohnt sich auf jeden Fall allein schon durch die Amortisierung versus über Austauschzyklen. Wenn jetzt Kosten ein Faktor sind, dann fragt ihr euch sicherlich, ob man das irgendwie gefördert kriegt. Und ja, das gibt da diverse Möglichkeiten, das zu fördern. Da packen wir euch allerdings einen Link dann unten in die Infobox. Da könnt ihr einfach draufklicken und dann kriegt ihr da alle weiteren Infos, wie und wo ihr das beantragen könnt und worauf ihr achten müsst.
und was ihr generell aus diesem Video mitnehmen solltet, wenn ihr gut aufgepasst habt. Für euch die ganzen Basics sind definitiv immer auf LED upgraden, wenn ihr es könnt. Wenn ihr renoviert oder neu baut, lohnt es sich sogar direkt in den LEDs von Retrofit Abstand zu nehmen und auf konstante Spannung beispielsweise, also 24 Volt zum Beispiel zu gehen. Plant das bitte direkt ein, damit ihr die Kabel so zieht, dass es optimal funktioniert. Ihr könnt es prinzipiell auch nachträglich machen, aber das Schönste ist, wenn ihr es von Anfang an dafür vorseht, damit alle Gegebenheiten vorhanden sind, um das optimal betreiben zu können, was Netzteileffizienz angeht, was Steuerbarkeit im Smart Home angeht etc. Im Zweifel gilt aber immer, wenn ihr könnt oder wenn ihr was neu kaufen müsst, kauft LEDs. Es bringt euch definitiv Kostenvorteile, es bringt euch definitiv andere Vorteile, wie beispielsweise besseres, schöneres Licht, bessere Benutzbarkeit, längere Lebensdauer, weniger Stress. Also im Zweifel solltet ihr nicht mehr an alter Technik festhalten, es macht mittlerweile keinen Sinn mehr. Ich hoffe, das gibt euch jetzt ein halbwegs klares Bild davon, was ihr machen könntet oder solltet. Ich hoffe, dass eure Fragen soweit erstmal beantwortet sind. Und falls ihr keine Antwort gefunden habt auf eine Frage, die wir vielleicht auch gar nicht gehört haben bisher, schreibt die Frage einfach unten in die Kommentare. Dann können wir schauen, ob wir die dort beantworten oder vielleicht im nächsten Video beantworten. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video hier liked, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr den Kanal abonniert, damit ihr das nächste Video zum Thema Dimmen vielleicht auch was anderes, müssen wir gucken, auch seht. Und ansonsten sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.